Hallo, herzlich willkommen zur Folge 35 meines Let's Play Vietnamese Trine. In der letzten Folge haben wir ein Autosupply gebaut für unseren Spieler hier mit Gunpowder und Enderperlen, die wir jetzt immer automatisch nachgefüllt kriegen, wenn wir sie verlieren, und haben uns mittels des Gunpowder Autosupplies auch gleich ein bisschen angeschaut, wie witzig das Unstable Enchantment ist. Natürlich Unstable 2, denn Unstable 3 ist leicht tödlich. In dieser Folge möchte ich endlich mal aus meiner Base rauskommen, denn meine Base ist, naja, 14 Frames Base, 13-14 Frames habe ich hier so in meiner Base durchschnittlich, und da möchte ich so langsam mal raus. Das heißt also, ich möchte die gesamte Map mal erkunden, die komplette Journey Map, die es gibt, die gesamte Weltbegrenzung, die wir haben, mal komplett erkunden, während ich durchgehend mein Helmet anhabe, mit Block-Tracker auf Inventories und Monster-Spawner, und natürlich ist der ja momentan auf Max-Range, und der hat ja irgendwie 64 Range-Upgrades oder so drin, also möchte ich da einfach mal über die gesamte Map laufen und die komplett erkunden. Dabei geht es mir nicht nur darum, einmal alle Basen von den anderen Spielern so finden zu können, beziehungsweise von den anderen Teams, also von nicht nur von Sudden Death, sondern eben auch nochmal von Fallen Shadows und eigentlich auch noch von Team Flash, sondern ich möchte auch noch ein paar Dungeons looten auf dem Weg. Wobei es mir wiederum weniger um die Spawner in den Dungeons geht, als um den Loot, den man aus den Dungeons bekommen kann. Denn wie ihr sicherlich wisst, sind die Nuke Viruses und auch Stopworms, aber die Nuke Viruses eine Sache, die man nur als Dungeon Loot bekommen kann. Und Nuke Viruses braucht man eigentlich für alle Basen, die etwas bessere Security haben als, naja, gar keine. Denn alle Leute, die Security haben, haben eigentlich eine Metalcraft Security. Und eine Metalcraft Security lässt sich halt am allerbesten mit Nuke Viruses umgehen. Stopworms gehen auch, aber sind lange nicht so effektiv wie Nuke Virus. Mit Nuke Virus kriegst du relativ schnell in eine Base rein, ohne dass es irgendwie problematisch wird. Außerdem haben wir von Stopworms sowieso schon genug. Danke, Marpoli. Aber bevor es losgeht, muss ich euch noch was gestehen. Ich nehme das Ganze hier nach der gesamten Folge auf, denn ich habe zwei Folgen jetzt schon aufgenommen gehabt, 35 und 36, und habe gemerkt, dass die relativ uninteressant meiner Meinung nach waren, vor allem, weil ich halt wirklich nur rumgelaufen bin, langsam durch die Dungeons gelaufen bin und relativ uninteressanten Stuff gemacht habe. Also, naja, möchte ich das ein bisschen kürzen, habe ich jetzt mir schon die Sachen alle zusammengeholt, zusammengesucht, Timestamps gemacht, und ich möchte das jetzt nochmal alles ein bisschen toller und kürzer in eine Folge bringen. Denn ich möchte die eigentlichen Erkundungen der Basen der anderen Teams, die ich übrigens alle gefunden habe, tatsächlich am liebsten in eine eigene Folge verschieben, wenn nicht sogar in zwei, je nachdem wie schnell wir sind, damit das halt eine eigene Folge ist und ich nicht irgendwie eine Base halb erkunde in einer Folge, dann wieder ein paar Dungeons erkunde und dann wieder eine halbe Base erkunde. Das macht keinen Spaß. Also habe ich jetzt wirklich einen Grundlagenzusammenschnitt sozusagen mal gemacht von all dem, was man brauchen könnte, und die Basen wirklich erkunden, die ich gefunden habe, das tun wir dann in der nächsten Folge. Vorher möchte ich aber noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was ich alles off-camera gemacht habe. Nicht nur zwischen den alten Folgen und zwischen den alten Aufnahmen, sondern auch, was ich off-camera gemacht habe, nochmal vor dieser Nebenaufnahme sozusagen. Das erste, was ich mal kurz gemacht habe, ist, dass ich an den Translocator, hier an den Item-Translocator, der unsere Befüllung macht, mal Redstone rangeschmissen habe, damit der nämlich ausgeht, wenn unsere Items alle sozusagen reingezogen werden. Wenn ich also diesen Hebel hier umlege, wird nicht nur unser Inventar leergezogen, sondern auch der Translocator disabled, sodass er nicht länger Items in unser Inventar schiebt, die dann wiederum eigentlich nur direkt wieder in der Diamantkiste landen. Heißt also, das ist einfach nur eine kleine Sache, die ich eigentlich von Anfang an hätte machen müssen, aber die habe ich jetzt nochmal eben auf Camera dazu gemacht. Als nächstes bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das mal gezeigt habe, aber ich habe mein Drohnenprogramm jetzt endgültig noch einmal überarbeitet und jetzt ist es auch 100% funktionsfähig. Ich habe das komplett auch so mit dem Pastebin-Link verändert, das heißt also, wenn ihr den Pastebin aus der was auch immer wievielten Folge runterladet, bekommt ihr dieses Programm hier und nicht das alte von damals. Das Programm hier ist aber wirklich perfekt. Also das Programm, viel besser geht's, denke ich mal nicht. Es hat einen kleinen Flaw, aber ich glaube, den kann man nicht einfach nicht besser machen mit dem Weg, wie Trident funktioniert. Also wenn ihr Trident so benutzt, wie es da ist, könnt ihr es, glaube ich, nicht besser machen als so. Der Trick bei diesem Programm ist, ganz schnell gesagt, dass es nicht checkt am Anfang, ob wir überhaupt Flüssigkeit in unserem Aerial Interface brauchen, sondern erstmal checkt, ob wir genug Flüssigkeit in den Tanks haben. Denn es ist ja so,
dass Mob Essence und XP unterschiedliche Values haben, also unterschiedliche Werte haben. Liquid XP gibt wesentlich mehr XP für die gleiche Menge an Flüssigkeit wie Mob Essence. Mob Essence braucht man wesentlich mehr Flüssigkeit für die gleiche Menge an XP. Und das ist natürlich ein kleines Problem, das wir angehen müssen, denn wenn das Ganze wechselt zwischen den beiden, dann muss ja auch die Condition der Menge sich ändern, denn beim einen Mal sind es halt mehr, beim anderen Mal sind es weniger. Denn, naja, wenn da Mob Essence drin ist im Area Interface, ist es halt mehr Mob Essence, als wenn es Liquid XP, wenn man weniger Liquid XP für die gleiche Menge Level braucht. Macht Sinn, oder? Das heißt also, das erste, was ich checke, ist, ob wir genug Flüssigkeit in diesem Resonant Portable Tank da unten haben, in denen da unten, mit Mob Essence. Wenn wir genug Mob Essence haben, also True, dann gehen wir in diese Variante, importieren ein Millibucket, also das Use Count 1, einen Millibucket Flüssigkeit und exportieren in das Area Interface. Damit sagen wir dem Area Interface, es soll Mob Essence benutzen, und wenn es das gemacht hat, das heißt, das Area Interface ist auf Mob Essence auf jeden Fall eingestellt an diesem Schritt, dann wird nach der Condition Liquid gecheckt, heißt es so 9.650.000, wenn das weniger ist als das, dann wird Mob Essence automatisch in mein XP-Level sozusagen gepumpt. Das ist dann der Bereich. Wenn hingegen jetzt aber die vier Buckets nicht drin sind, das heißt so, wenn die Translocator hier zu langsam sind, um den Tank da unten zu füllen, was gut mal passieren kann, wenn ich sehr schnell Level brauche, dann geht diese Condition auf False und wir packen ein Millibucket von dem anderen XP rein, also vom Liquid XP, von dem hellgrünen Zeug. Und das wird dann da reingepackt, ein Millibucket, wieder Using Count 1, und dann wird gecheckt, ob das 2.500.000 sind, denn wir brauchen nur 2.500.000 Liquid XP, um 95 Level zu machen, wohingegen wir 9.650.000 brauchen bei Mob Essence. Das ist halt, das ist, was ich meinte, Mob Essence ist weniger wert. Und dann das gleiche, wenn das false ist, wenn also zu wenig drin ist an Liquid XP, dann packen wir Liquid XP halt rein in unseren Teil in großen Mengen. Da seht ihr, da habe ich keinen Unterschied drin. Also hier habe ich Using Count 1, dass nur ein Millibucket überfüllt wird, und hier habe ich halt keinen Count, sodass es ganz schnell geht. Das soll ja auch schnell gehen dann, wird das auch gefüllt wird. Und das funktioniert 100%. Ich hatte halt nur den Nachteil, dass wir durchgehend jedes Mal, wenn das Programm durchläuft, immer wieder ein Millibucket Mob Essence verlieren. Aber das ist ein Millibucket. Und Mob Essence ist nicht teuer. Mob Essence kriegen wir durchgehend und einfach, ja, durchgehend, sagte ich ja schon gerade. Das ist also null Problem, wenn wir das, naja, ein bisschen verlieren. Ein Millibucket pro Programm durchlauf, das ist, glaube ich, einen pro Sekunde oder so. Oder vielleicht eine halbe Sekunde, der das durchläuft. Da seht ihr schon, da, ja, knapp jede Sekunde einmal. Also jede Sekunde ein Millibucket, das ist nix. Das ist wirklich nix, das kann ich ab. Das ist so das mit dem einen Millibucket pro Sekunde, das lässt sich nicht ändern, wenn man das vernünftig machen will, so wie ich. Wenn man halt die zwei verschiedenen Varianten benutzen möchte, dann muss man das so machen, weil sonst das nicht funktioniert mit der Condition. Man kann sonst diese Condition hier, die prüft, ob man genug Level hat, nicht richtig setzen. Man kann es machen, wenn man es auf Mob Essence grundlegend einstellt, aber dann, naja, kriegt man ziemlich viel Liquid XP. Und das will man ja nicht. Und das kann dann blöd sein. Also macht es, nehmt einfach das Programm und dann ist es gut. Ich denke mal, ihr habt verstanden, warum ich das so gemacht habe. Und wenn nicht, fragt gerne in den Kommentaren nach. Als nächstes habe ich den Reaktor vergrößert, das Ding hier. Hab einfach jetzt leckt das enorm. Hab einfach die Crystal Growth Accelerator hier hinten hingestellt. Jetzt kam ich zwar nicht mehr an das Teil ran, aber dann mache ich das jetzt halt einfach über die Configuration an der Seite. Und ja, jetzt habe ich die hier hingestellt, hab da den Hebel, hab dort die Security Station. Dann, ja, das kommt gleich noch. Ja, habe ich halt den Reaktor vergrößert, wunderschön, ansonsten gleiche Funktionsweise, nur größer. Was ich dann außerdem gemacht habe, wie ihr sofort sehen könnt, ist, dass ich mal endlich einen Cyanide Reprocessor gebaut habe, denn das Ding war ja schon mal wirklich überfällig. Wir haben ja immer nur Yellowrite verbrannt. Und das ist so, wenn ihr Yellowrite verbrennt, bekommt ihr Cyanide. Cyanide heißt das Zeug, ne? Ja, Cyanide. Und dieses Cyanide könnt ihr in einen Cyanide Reprocessor schmeißen. Das Ding ist nicht einmal teuer, es ist eigentlich super billig. Nicht Usage, ich wollte das da, Rezept. Und zwar, ja, Yellowrium Fuel Rod und ein bisschen Stuff, also super billig. Und das Ding braucht Wasser über den blauen Slot, das müsst ihr übrigens auch konfigurieren, dass das hier blau ist. Da rot, das ist der Input, und grün ist der Output. Das ist ein bisschen anders als in anderen Maschinen, aber naja, es sind rot und grün und nicht blau und orange wie sonst immer. Und blau ist ja trotzdem noch Input, nur halt für Wasser. Das Ding braucht also ein bisschen Energie, Wasser,
Input von Cyanide und gibt euch als Output aus zwei Cyanide, ihr seht schon, das eine hier verarbeitet nicht, gibt euch dann ein Plutonium. Plutonium könnt ihr noch einmal in eurem Reaktor benutzen, um wieder Energie zu bekommen. Heißt also, wenn euer gesamtes Jellorium nur noch Cyanide ist, könnt ihr das Cyanide, ihr bekommt ja genauso viel Cyanide raus, wie ihr Jellorium reinschmeißt, wiederum verarbeiten zu Plutonium und halbiert damit sozusagen nur euren Bestand. Und ich weiß gerade nicht, ob Plutonium nochmal abbrennt zu Cyanide, das bin ich mir nicht sicher. Dann würde es nämlich ziemlich ewig halten, ja tatsächlich, denn, naja, wenn man aus Plutonium wieder Cyanide bekommt, kann man halbiert sich das immer nur einfach und irgendwann bekommt man dann halt keinen ganzen Ingot mehr raus. Oder Plutonium ändert gar nichts. Das kann auch sein, dass man aus Plutonium einfach gar kein Cyanide bekommt. Weiß ich nicht genau, ich kenne die Details nicht. Ich weiß nur, dass dieses kleine Setup hier unglaublich effektiv ist und mir geholfen hat. Dadurch, dass der Reaktor jetzt halt größer ist, hat das mir wirklich enorm geholfen, dass ich überhaupt genug Strom habe, um unsere Base ohne Lava zu betreiben. Denn die Lava ist schon wieder ausgelaufen. Und ja, jetzt lasse ich die Lava wirklich fast immer aus. Lasse die Quarry einfach laufen über einige Tage im Chunk-Loading-Modus. Und dann habe ich tonnenweise neue Ressourcen. Und wo wir gerade von der Quarry sprechen, seht ihr ja auch schon sofort, dass ich meine Quarry an ein kleines Sortiersystem angeschlossen habe. Naja, wenn man das Sortiersystem nennen kann. Ich habe hier Item Ducts einfach verlegt, hier unten lang, hier durch. Hab eine zweite Quarry in Nether gestellt, danke Leon hat die. Die habe ich mir da gekrallt, denn im Nether ist ja keine Security Station oder sonst was gewesen und das ist auch nicht deren Base. Also habe ich mir einfach die Quarry, die von denen da stand, gekrallt. Die hatte Fortune 2 und Speed 2, ich habe auf Fortune 3 kein Speed upgegradet, oder naja, umgestellt. Das heißt, das Speed 2 Upgrade liegt hier noch. Ich brauche keinen Speed, dafür habe ich nicht genug Energie. Aber die Fortune 3 Variante hätte ich doch schon lieber als Fortune 2. Also bekommen wir jetzt auch Netherrack und den ganzen anderen Netherkram. Der wird dann hier lang geleitet. Dann läuft das alles hier durch die ganzen Barrels durch. Also hier habe ich einfach mal noch mehr Barrels gemacht. Für jedes Erz eine Barrel. Hier hinten ist noch da oben Electrotine und da unten ist noch Ruby drin. Da heißt es, wir sollten eigentlich jedes normale Erz in einer Barrel bekommen. Und als letzten Resort sozusagen habe ich hier noch für die ganzen Dense Ores und Shards, das kurz und so ein Zeug, die Diamantkiste hingestellt. Das ist hier an einer an einem Dense Item Duct, das seht ihr schon, dass es leicht rot ist. Das ist ein Dense Item Duct und hier ist die Trash Can als allerletztes Resort. Weiterhin hier natürlich auch noch eine Blacklist für Sachen, die nicht in die Diamantkiste sollen, wie Stone, Cobblestone und Obsidian. Immer dieser Teamspeak. Ich sollte mich echt mal wenigstens auf Aufnahme stellen, wenn ich auf Aufnahme bin. So, See you soon. So. Zwerfersky, Aufnahme. So muss das sein. Oder in den Aufnahme-Channel gehen, habe ich ja auch, aber Mystic ist ja eigentlich richtig und Folie hat einfach keine Lust, das auch zu sehen, dass ich im Mystic-Channel bin. Aber naja, gut, das ist Folie. Also, auf jeden Fall. Wo war ich jetzt gerade? Das war ich jetzt wieder komplett verpeilt. Genau, also, wir haben halt jetzt auch noch Erze und die lasse ich auch manchmal laufen. Dann muss ich nur am nächsten Mal, wenn ich wieder da bin, einmal die Lava-Gen anschmeißen, um meine ganzen Ressourcen wieder oder meine ganzen Energie wieder einmal kurz aufzufüllen und dann mache ich die Lava-Gen auch wieder aus, dann reicht alles. Wenn die Quarries nämlich aus sind, ist alles kein Problem. So, dann als vorletztes noch Aufwertung der XP-Barrels. Ja, habe ich mal gemacht. Ich habe alle auf Obsidian-Level gebracht und alle voll mit Void, Void, Void und halt dem Rest. Also das heißt, 29 Storage Upgrades auch noch. Das heißt, die sollten jetzt für eine ganze Weile reichen. Ihr seht, 122.880 Items. Das sollte wirklich reichen. Hoffentlich. Ich meine, ich denke mal, wenn wir 122.880 XP-Beeren haben, sollten wir schon eine Weile damit auskommen. Und das gleiche für Gold und Eisen, Beeren. Wir haben auch so schon genug Gold und Eisen, wenn wir uns einfach mal nicht feststecken und mal gucken, dass wir schon ein paar Eisenblöcke haben. Naja, Gold ist noch nicht so gut, aber Eisen haben wir inzwischen wirklich genug, also brauche ich mir darum keine Sorgen machen. Und zuletzt noch habe ich mal etwas gemacht, was ich eigentlich immer gedacht habe, dass ich niemals mache, und dann habe ich es doch gemacht. Ich habe nämlich eine Menge Security oder Insecurity in unser Base gebracht. Ich habe wesentlich mehr Ressourcen jetzt im ME-System, einfach, warum nicht, wir haben genug. Auch wenn ich ein bisschen Gold mal rausnehme, denn Gold ist mir wichtig. Aber ansonsten haben wir genug. Mann, das ist doch egal. Ich muss echt mal mehr PvP-stilig denken in so einem Projekt. Das ist schlimm mit mir. Aber ja, ihr seht es schon, ich habe mehr Sachen ins ME-System gepackt, weil es einfach schneller geht, darin zu craften. Wesentlich schneller. Weiterhin habe ich außerdem, und das ist eigentlich noch viel schlimmer, mal eine Ender-Chest angelegt. Die ist zwar auf Private, ihr seht, da vorne ist der Diamant dran. Das ist also eine Ender-Chest RSGE, steht nicht so direkt dran, aber da seht ihr den Diamanten vorne dran. Das ist eine lila Ender-Chest von mir und die ist einfach nur voll mit Enderperlen. Die wird oben
von einem kleinen Gerät dort, von einem Hopper, mit Enderperlen gefüllt, damit das Ding immer voller Enderperlen ist. Und die powert unsere Chunkloader. Heißt also, überall, wo meine Chunkloader stehen, kriegen die immer einen Hopper dran und dann so eine Ender-Chest mit Diamant dran, sodass wir immer genug Enderperlen haben. Weiterhin habe ich auch die Enderperlen in meinem Rucksack ersetzt durch einen Ender-Pouch, in dem Enderperlen drin sind, damit wir immer genug Enderperlen dabei haben, uns überall rauszubacken. Ich meine, ich habe sowieso jetzt für jeden eine Powerfist gemacht mit Blink, aber keine Ahnung, man braucht bestimmt auch für irgendwas Enderperlen. Ich habe es einfach gemacht, warum nicht? Es ist ja wieder eine Sache, so nach dem Motto, ihr könnt das benutzen, ihr könnt ja aber auch das benutzen. Das ist vielleicht sogar frühere Weg oder so, wenn ihr auch ein Team seid, macht euch eine Private-Sache, macht euch einen Enderpouch und dann sollte das auch für euer Team super funktionieren. Was ich dann noch gemacht habe, ist, dass ich hier bei den bei der Refinery mal Liquid bzw. Blazing Pyrothium hingeschmissen habe. Denn das erhöht die Temperatur ein kleines bisschen. 1218 Grad statt ganz knapp am Limit bei den 100 oder 200 Grad oder so. Ich glaube 100 Grad, die man braucht. Und das sind jetzt gerade 1218 Grad. Yay! Blazing Pyrothium ist best. Das habe ich überall gemacht, also jedes bisschen Lava, was hier ist, ist jetzt Blazing Pyrothium. Ich habe überall hier Cover hingesetzt, damit hier auch kein Feuer kommt. Sehr, sehr praktisch, denn auf Covern kann kein Feuer spawnen. Haha, nerf this. Ansonsten, warum ich das gemacht habe, ist, weil ich tonnenweise Plastik gebraucht habe. Also tonnenweise, ihr seht, der Tank ist leer und das ist jetzt schon eine Weile her, dass er leer ist sozusagen. Das ist schon eine Weile her. Ich habe nämlich eine zweite Security Station gebaut. Komplett nochmal mit 14 Range Upgrades, 4 LTD-Trackern und eine Tonne an Security Upgrades und einer kompletten Security. Heißt also alles noch einmal 100% aufgesetzt, auch mit den richtigen Shared Users hoffentlich. Das ist also nochmal eine zweite Security Station, einfach damit die es euch so einfach haben, die Leute, wenn sie hier rein wollen. Und wenn ich euch jetzt hier raus teleportieren möchte, mache ich einfach so. Und bin draußen. Und jetzt muss ich nur noch einmal die da abbauen und da wieder Cursed Earth hinsetzen. Und dann ist meine Falle wieder scharf. Und doppelt scharf. Denn, wie gesagt, jetzt ist hier eine Security Station nochmal da unten. Cursed Earth ist explosionsresistent. Das heißt also, die da unten ist nochmal genauso gut fast wie die da oben. Naja gut, nicht lange nicht so gut, aber die da oben schützt die da unten ja mit. Das heißt, die da unten kann man erst abbauen sozusagen, wenn man die da oben auch zerstört hat. Weil, naja, man kann mit Explosionen da drunter gehen. Theoretisch, aber da muss ich einfach nochmal das Obsidian hier drum ziehen. Also das heißt, ich werde nochmal eine Reihe Obsidian hier unten lang ziehen. Da werde ich nochmal eine Reihe Obsidian machen. Und dann passt das auch. Das ist dann auch kein Problem mehr. Also das werde ich nochmal schnell machen. Off-Camera. Und ja. Keine Ahnung. Macht's wie ihr meint. Dann habe ich noch, glaube ich, das habe ich das on-camera gemacht oder nicht. Weiß ich gar nicht. Ich habe eine Verbindung zum Nether gebaut. Heißt also, ich habe dieses Ding einfach wie ganz oben, wie es ganz oben ist, habe ich auch nochmal über die Nether-Portale gebaut und habe dann da eine Perle draufgeschmissen, sodass wir hin und her switchen können zwischen hier und dem Nether. Wir können also hier nach ganz oben und von ganz oben ist dann unser Hub sozusagen. Da liegt dann eine Strongbox, wo die Enderperlen drin sind, die auch zum Portal zurück sozusagen einschicken. Also damit kann man dann auch zum Portal hin und wieder zurück und naja, das ist halt wesentlich spaßiger, als es anders zu machen. Gut, also ja, das sind, denke ich, auch soweit alle Sachen, die ich auf Camera gemacht habe. Das heißt also, jetzt wünsche ich euch wundervollen und tollen Spaß mit den Einschnitten, die ich noch mache, mit naja, dem ganzen Erkundungsstuff. Ich hoffe mal, das ist gar nicht so viel. Ich bin nämlich jetzt schon bei 16 Minuten, aber ich glaube, wenn ich das mir so angucke, sollten wir bei nicht mal 30 Minuten ankommen. Aber gut, das werdet ihr dann ja sehen. Und worauf ich übrigens immer gucke, ist immer auf diese Seite hier. Denn ihr seht ja, da steht Current Track Blocks, Currently Tracking No Blocks. Und das zeigt mir halt an, dass dort wirklich nichts ist. Denn ansonsten müsste ich ja immer in der Welt ständig rumgucken und halt suchen, ob da irgendwie was ist. Aber so habe ich es halt einfach, denn ich sehe einfach Tracking No Blocks Currently und dann weiß ich, da wird auch nichts getrackt. Und warum ist hier ein Boot? Stirb, Boot des Schattens. Stirb! Ich brauche dich aber nicht. Ich will einfach nur loswerden. Ich will, damit niemand das hat. Falls es jemand haben wollte, ist es jetzt weg. Haha, das ist... Hahaha, ich bin so böse. Wird auch so viele Leute noch dieses Projekt spielen und so viele Leute noch dadurch dieses Boot brauchen werden. Ich frage mich, was das hier ist. Ich meine, wozu? Wozu baut man so einen Kram? Wenn ich hier runterlaufe, wohin komme ich dann? In einen Minenschacht? In eine Art Minenschacht? Da unten ist was. Das ist ein... Das ist ein Nuke-Virus. Das ist ein Nuke-Virus in der Kiste. Und hier hat jemand auch eine ganze Menge abgelagert. Silber. Silbersachen. Also hier war schon lange keiner mehr. Alter Schwede. Und auch nie lange jemand. Also dieser, hier war nie lange jemand. Denn hier sind Silbersachen. Und Silbersachen sind normalerweise, dass es an sich macht, wenn man gerade im Early Game ist. Weil es halt eine der besten
Möglichkeit ist, um relativ hohen Schutz für relativ geringen Preis zu bekommen. Ich hatte eigentlich erwartet, dass man ein bisschen mehr kriegt mit so viel Stuff. Aber hey, geil. Hier ist dann ein Monster-Spawner. Toll. Den haben die anscheinend schon entdeckt, denn hier sind Fackeln, aber die haben das Wichtigste nicht mitgenommen, nämlich den Nuke-Virus vergessen. Aha, das Wichtigste habt ihr vergessen. Den Nuke-Virus habt ihr vergessen. Die will ich nämlich haben. Was mich jetzt immer gerade stört an der Sache ist, dass ich jetzt eigentlich gerade mal... Okay, ich bin ziemlich tief. Aber... Oh, wow. Gut, also kann ich verstehen, warum er dieses Grab nicht weiter aufgesucht hat. Ja, geil. Meins. Aber für 10 sieht man anscheinend nicht sofort, wenn da was ist. Also das scheint zu tief zu sein für den Nematicalen. Was mich natürlich gerade enorm stört, denn ich will ja alles sehen. Und deswegen würde ich halt gerne alles sehen. Deswegen ist es blöd, dass wenn ich auf Höhe 60 durch die Gegend laufe, dass ich das dann nicht mehr sehe, dass da was ist. Denn ich meine, wenn ich jetzt hier hochspringe, aua, hochspringe, dann seht ihr, dass ich das nicht mehr tracke. Ich muss dafür extra nach unten. Und zwar ganz schön beträchtlich nach unten. Was natürlich dann nervig ist an der Sache. Da, jetzt kann ich es sehen. Okay, also das heißt, die Range ist doch schon ziemlich gut. Ich bin jetzt auf Höhe 55. Wann kann ich es denn sehen? Höhe 55, Höhe 60 nicht mehr. Oder? Doch, jetzt trackt das auch. Also scheint es ein runder Radius zu sein. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter noch weggehe. Hm. Gut, was auch immer. Ja. Also jedenfalls, genau, jetzt hat er die Connection verloren. Aber ja, ich werde da mal weiter. Ich wollte muss da gucken, dass ich vielleicht ein bisschen in den Ozean, zumindest unter dem Wasser, vielleicht durch die Gegend schwimme und dann nur ab und zu auftauche, wenn ich es gerade brauche. Und das Eelgrass nehme ich natürlich mit, denn das ist natürlich toll für grüne Farbe. Und auch wenn wir es gar nicht mehr brauchen, ich nehme sie trotzdem noch mit. Warum nicht? Ich habe unendlich viel Zeit. Naja, 40 Stunden, aber das ist fast unendlich. Jetzt weiß ich auch, warum ich auf meinem Helm Aqua Affinity und Respiration 3 habe. Alter Schwede. Riesige Ozean, die ich schwimmen muss. Also echt enorm gut, dass ich das Upgrade auf meinen Leggings habe für Swim Boost und dass ich eben Respiration 3 und Aqua Affinity 1 drauf habe. Ich meine, Aqua Affinity brauche ich jetzt nicht unbedingt, denn Aqua Affinity ist ja das, was einen schneller meinen lässt unter Wasser. Ihr seht, ich kann fast genauso schnell abbauen wie über Wasser. Aber alter Schwede, Respiration ist super praktisch. Also wirklich super praktisch. Mir ist gerade noch was anderes aufgefallen. Man muss den Helm nicht mal aufsetzen, damit er funktioniert. Hehe, ihr habt es unten gerade gesehen. Ich hatte gerade nur eine Luftblase. Ich halte den Helm nur in der Hand und der füllt meine Luftblasen wieder auf und gibt mir aus dem Night Vision. Das heißt, mit diesem Helm habe ich Night Vision unter Wasser. Und ich habe ja hier drauf Respiration und Aqua Affinity. Ich glaube, es ist Aqua Affinity, die das macht, denn wenn ich den Helm nicht aufsetze, sieht das Ganze ja so aus. Ziemlich, naja, hässlich. Aber dadurch, dass ich Aqua Affinity drauf habe, sehe ich ja durchs Wasser durch. Und wenn es dann aber so dunkel ist, ziehe ich das Ding an, habe Night Vision. Das heißt, so damit kann ich unter Wasser sehen, als wäre es über Wasser. Naja, fast. Denn es ist alles noch ein bisschen nebliger. Aber Alter, ich kann fast gucken, ich kann fast sehen, als wäre es normal. Und was ist das? Das ist nur Kupfer. Gut. Aber ich meine, ihr seht, die Luftblasen füllen sich von alleine wieder auf, indem ich den Helm halte und ich krieg Night Vision und dank Respiration oder Aqua Affinity, ich glaube es ist Aqua Affinity, wie gesagt, kann ich auch noch durchs Wasser gucken, sowieso schon. Und durch Night Vision und Aqua Affinity combined habe ich dann 100% Sicht hier unter Wasser. Genial. So, den ersten Dungeon habe ich schon ausgelootet, aber da war nur Schrott drin. Miniature Red Harp war das Beste noch davon. Jetzt muss ich gerade mal einen Skelett Spawner ausräumen. Und manchmal wünsche ich mir echt, ich hätte meinen Bogen noch mit da, aber ich habe meine Railgun. Falls ich gerade wundere, warum es ein bisschen langsam responsiv ist, ich lade gerade nebenbei noch Videos hoch. Übrigens, was mir auffällt, es gibt irgendwie nirgends wirklich mehr Nuke Viruses. Also ich habe das Gefühl, Marpoli und oder Sleepy sind einfach rumgelaufen in der Welt und haben sich gedacht, ja gut, wir lassen die Kisten komplett unverändert, aber wir nehmen das raus, was wichtig ist. Und das ist nämlich das, was ich haben möchte, die Nuke Worms. Die Nuke Virus, das meine ich. Die Stop Worms brauche ich nämlich nicht. Die XP-Dinger werden nicht mehr aufgesammelt, aber ich kann ja einfach nochmal eine Diamond Dolly nehmen und noch einen Skelet Spawner mitnehmen, just cause, die andere Leute nicht bekommen. Hier kriege ich auch nochmal und noch ein Miniature Red Heart. Miniature Red Hearts habe ich jetzt also bald genug. Iron Hearts aber kann man, glaube ich, einschmelzen, also wen interessiert, nehme ich auch noch mit. Und ja, die XP-Kügelchen lasse ich hier und dann baue ich wieder zu. Und das da ist die Kiste, wo der Kram drin ist. Ja, also ihr seht, das ist super praktisch.
dass ich direkt sehen kann, was drin ist in den Kisten, damit ich auch weiß, ob es sich lohnt, überhaupt runter zu graben. Also ich kann halt so direkt sehen, was drin ist. Das geht auf fast beliebige Entfernung. Also es ist echt unglaublich, wie OP dieses Gerät ist hier. Also der Pneumatic Helmet ist echt so übelst episch overpowered. Ich liebe es. Ich liebe es einfach, wie gut der ist. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wem das gehört und was das ist hier, was es darstellen soll. Aber, naja, es ist halt da, deswegen wollte ich euch das mal zeigen. Ich habe wirklich keinen Plan. Das Team, dem das gehört, bitte sagt mir mal, wozu war das da? Was sollte das sein? Das würde mich wirklich mal interessieren. Ich denke mal, dass Leute, die dieses Projekt mitgeguckt haben, diese Folgen gucken werden. Hoffe ich zumindest mal, also kann ich das aber fragen. Das heißt aber, dass ich das jetzt einfach mal kurz von meiner Waypoint-Liste entferne. Das ist ja anscheinend nichts. Ich habe schon mit dem Pneumatic Helmet geguckt, hier ist nichts. Übrigens, 9,2 Bar, immer noch. Ich liebe einfach 64 Volume Upgrades. Meine Freze bringt das was. Ich habe immer noch 0,8 Bar erst verloren. Ich meine, ich war noch mal kurz zu Hause und habe wieder aufgeladen, deswegen ist ein bisschen gecheatet gerade. Aber Alter, ich habe immer noch so viel Bar. Jetzt habe ich gerade mal kurz geguckt, weil hier so viele verschiedene Chests waren mit verschiedenen Sachen, aber relativ wenig drin. Habe ich mich gefragt, warum das ist, und dachte, das wäre vielleicht eine Base. Nein, das ist das End-Dungeon-Portal-Ding. Und wenn ich jetzt mal Endportal anmache, können wir sogar gucken, wo das ist. Aber, Copper Berries nehme ich natürlich mit. Da hinten ist Spawner-Type. Oh, da ist eine Menge. Alter Spiel, das ist ein richtig guter Dungeon. Den hole ich mir natürlich auch. Den Dungeon hole ich mir. Und die ganzen Kisten da hole ich mir natürlich auch. Aber ich glaube, in End gehe ich nicht. Warum sollte ich in End gehen? Was sollte mir das bringen, in End zu gehen? Yay, das Endportal. Werden wir nicht hingehen. Der Enderdrache ist schon tot, das weiß ich ja schon. Deswegen ist das Portal aktiviert. Sonst würde natürlich irgendwie das nicht aktiviert sein. Und ja, das Endportal ist aktiviert. Die waren im End und haben sich die Drachen geholt. Und die Enderlady Seeds und bla und blub und peng. Mir egal, wir brauchen es nicht. Wir haben genug Enderperlen. Also, kann man die eigentlich wieder wegmachen? Ich glaube nicht. Man kann das auch nicht abbauen, ne? Nö, ist nicht harvestable. Schade. Report to Mod Author. Minecraft? So, und ab jetzt ist das alles die ursprünglich nächste Folge. Das heißt also, ich bin ein bisschen näher am Spawn dran und ich habe mir vorgenommen, Kisten und Spawner in Dungeons immer abzubauen, damit ich sie nicht mehr auf dem Radar habe und mich nicht mehr darüber wundere, was das denn ist. Wenigstens finde ich an diesen Stellen wieder mal Nuke Viruses. Yay, endlich. Und ja, sorry, ich habe gesagt, ich mache keine Dungeons mehr, aber Alter, eine Ewigkeit lang flinne ich jetzt schon wieder hier rumgeflogen und es gibt hier nichts. Aber was mir halt aufgefallen ist, deswegen wollte ich nochmal kurz aufnehmen, es gibt wirklich in diesem Bereich der Map lustigerweise mehr Nuke Viruses als in dem anderen Bereich, den ich bisher abgegrast habe. Also, yay. Ich glaube, ich habe endlich was Interessantes gefunden. Eine Base. Eine Base! Hier ist eine Base! Auch wenn ich nicht genau weiß, was genau die Turret Protected Area jetzt ist und wo das Turret steht, aber hier ist eine Base! Ich weiß noch nicht wessen, denn hier steht kein Beacon. Ich meine, selbst ich habe inzwischen eins aufgestellt und ich wusste ja, ich spiele noch länger, aber wenn man nicht weiß, dass man nicht mehr spielt, dann sollte man auch wenigstens sein Beacon aufstellen. Und hier ist übrigens schon die Grenze. Aua. Das heißt, so derjenige oder diejenige, also diese Gruppe hat sehr, sehr, sehr nah an der Grenze gebaut. So, die Regel ist ja, man darf keine Basen kaputt machen, also keine Sachen hier abbauen, kaputt machen und so. Also muss ich die hier leider alle stehen lassen, die ganzen Advanced Solar Panel, what the fuck. Okay. Das sind alles Advanced Solar Panels, aber wie viel kosten die Dinger? Sind das nicht die zwei teuersten sogar? Ja, das sind die aus Resonant gemacht haben. Das nächste ist erst die Ultimate. Alter Schwede. Und davon haben die so viele? What the fuck? Da könnten die ja tonnenweise Ultimates mitmachen mit denen. Denn ein Ultimate kostet ja nur 8. Und so einen blöden Core Ultimate Solar Panel kostet auch nur die 8 Stück davon und den Core. Der kostet einfach nur alle Cores davor. Das ist ja auch nicht teuer. Die sind ja alle super billig, die Cores. Also what the fuck? Haben sie hier einfach ein paar Ultimate Solar Pads? Ich meine, klar, man kann, wenn man Autocrafting mit AI hat, im Gegensatz zu uns zum Beispiel, die wir das ja nicht hatten, kann man ja schon eine Menge mehr erreichen, aber what the fuck. So, da es ist. Wessen Tesseract? Ah, Janos Bayos hat das Tesseract gebaut und Leon Hattie. Das heißt, Alter, das ist Leon Hattie Space. Alter, das ist Leon Hattie Space, wie geil. Ich habe endlich Leon Hattie Space gefunden. In Sudden Deaths kenne ich ja schon. Welche waren denn das nochmal? Ich glaube, Fallen Shadows heißen die? Muss ich doch mal nachgucken, das ist schon wieder so lange her.
Ja, ist wirklich Fallen Shadows. Hatte ich sogar recht. Also, what the fuck? Warum beschwert er sich darüber, dass ich Ultimate Solar Panels billiger machen soll? Die haben so viele Advanced, die hätten sich tonnenweise Ultimates bauen können. Und ja, dann hat die's und ja, noch Speos Test Rack. Das sind ja jetzt Input Test Racks wahrscheinlich. Mal sehen, was sind das für Test Racks? Wir können das jetzt ja alles sehen. Wir müssen das euch mal anklicken. Können wir sehen, es sendet Energie, es nimmt nichts und die Frequenz ist 852. Aber es ist sowieso privat. Also was seid ihr für Spasten? Wenn ihr es sowieso privat macht, dann braucht ihr nicht Frequenz 852 nehmen. Dann könnt ihr Frequenz 1 nehmen. Das ist das Gleiche. Das ist vollkommen egal. Wenn ihr es privat habt, dann ist es egal, welche Frequenz ihr eingeht. Selbst Leon hat ja das falsch. Selbst Leon hat die macht Frequenz 70. Ich meine, ich bezweifle, dass sie 70 Tesseract-Frequenzen haben, deswegen sage ich, dass das Schwachsinn ist, weil ich nicht... Ich bezweifle, dass sie 70 Tesseract-Frequenzen haben. Denn zum Beispiel, ich habe irgendwie 2, 3 Stück oder so und... Naja, das Höchste, was ich kriege, ist 12 oder so und nicht 70 oder 852. Wenn ihr die auf Privat stellt, dann kann keiner an die Frequenz ran. Wenn also euer Tesseract auf Privat steht und ihr gebt Frequenz 1 ein und ein anderer hat ein Public Tesseract und gebt Frequenz 1 ein, sind das zwei komplett unterschiedliche Frequenzen. Da kommt dann keiner dran. Wenn ihr euer Tesseract privat auf Frequenz einstellt, ist es eure private Frequenz 1. Das ist sozusagen, keine Ahnung, in meinem Falle wäre es zum Beispiel RSGE 1. Und RSGE 1 ist ungleich 1. Denn Public ist halt einfach nur 1. Und dann ist es euer RSGE 1 und RSGE 1 ist einfach ungleich 1. Das funktioniert nicht. Also so müsst ihr euch das vorstellen. Und dann hier zum Beispiel ist ja Janos BIOS, Janos BIOS 852. Wenn ich jetzt ein Public Test Rate hätte, dann wäre das 852. Und wenn es mein Test Rate wäre, dann wäre es RSGE 852. Und beides ist ungleich Janos BIOS 852. Das heißt so, es ist vollkommen egal. Das ist doch... Aha, Mann, ey, echt, Leon Hatti, ich hätte mehr von dir erwartet. Du hast doch die ganze Zeit gesagt, du bist so Tonnenmods. Also warum machst du so einen Schwachsinn? Grr, Alter, solche Sachen bringen mich auf die Palme. Auch wenn es vollkommen egal ist, und es kostet ja nichts, die Frequenz einzustellen. Aber Alter, bei Wireless Redstone, okay, Wireless Redstone kann man ja nicht privatisieren. Das heißt, da muss man eine Frequenz nehmen, die kein anderer nimmt. Also irgendwas total Komisches. Bei Wireless Redstone ist es okay, denn wie gesagt, da geht es nicht anders, da müsst ihr es so machen. Aber bei Tesseract, wenn ihr das privat stellt, Alter, Katze. Aber gut, das war's dann auch für diese Folge. Ich habe jetzt alles andere weggeschnitten, was noch kommt an Basecoin und so weiter. Ihr habt ja gesehen, ich habe einen guten Zusammenschnitt von all dem gemacht, was ich so gemacht habe. Das waren ursprünglich zwei komplette 30-Minuten-Folgen und ich habe dann auch zusätzlich was aufgenommen und das habe ich alles auf diese kurze Zeit runtergeschnitten. Also, bisschen was fehlt da, aber ich denke mal, dass die Folge so besser ist, als sie gewesen wäre. Ich bin da ziemlich sicher, dass das so besser ist. Ansonsten, ja, machen wir Base-Erkundung wahrscheinlich in der nächsten Folge. Also in der nächsten Folge gehen wir in alle Basen mal rein und gucken uns die genauer an mit dem Pneumatic Helmet. Gehen ganz auf sicher, aber trotzdem, also gucken uns, dass wir unsere Sachen sofort rausziehen können aus dem Inventar, wenn irgendwas tödliches ist oder so. Das machen wir dann nächste Folge. Ansonsten, die Folge ist tatsächlich mal endlich vernünftig im 30-Minuten-Limit, also super. Ja, und ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, dann benutzt gerne den ganzen Stuff jetzt on screen. Es könnte auch sein, dass euch etwas aufgefallen ist. Wenn das euch aufgefallen ist, jetzt in diesem letzten kleinen Stückchen, was ich hier gerade aufnehme, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Es würde mich interessieren, ob das jemandem aufgefallen ist. Aber ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss.